Heute sind wir mal wieder im romantischen Lahntal unterwegs. Mit der Bahn sind wir bis nach Fürfurt gefahren, wo wir uns in ein mitunter nasses Abenteuer stürzen wollen. Mit einem Kanu vom Bootsverleih fahren wir gemütlich durch den bezaubernden Marktflecken Villmar. So, ich sitze. Villmar ist wahrlich ein romantischer Marktfleck. Zwischen Westerwald und Taunus, zwischen Limburg und Weilburg, unmittelbar an der schönen Lahn gelegen. Er setzt sich aus den sechs Orten Langhecke, Falkenbach, Seelbach, Aumenau, Weiher und natürlich Villmar zusammen. Gleich im nördlichsten Zipfel des Villmarer Marktfleckens passieren wir die Falkenbacher Schleuse. Sie befindet sich an einer Stelle, die durch ihre Stromschnellen nur schwer zu befahren ist. Nach reichlich Krafteinsatz und Kurbelei verlassen wir die Schleuse rund 3,60 Meter tiefer. Falkenbach mit seiner Höhenrandlage oberhalb der Schleuse wurde 1292 erstmals schriftlich in den Geschichtsbüchern erwähnt. Der Ort war geprägt vom Erzbergbau und der Landwirtschaft. Mit seinen rund 270 Einwohnern bietet Falkenbach heute viel Ruhe und Erholung zwischen Streuobstwiesen und Feldern. Gemütlich lassen wir uns weiter lahnabwärts treiben und genießen die Idylle zwischen Fauna und Flora. Ruhig schlängelt sich die Lahn zwischen Wäldern und Wiesen hindurch. Nach einem weiten Bogen taucht auch schon unser erstes Zwischenziel auf: das Wiesenland der Leute am Fluss Aumenau. Die engen Gassen und hübschen Fachwerkbauten laden uns zu einem Spaziergang durch den Ort ein. Mit seinen drei Kirchen, der katholischen, der evangelisch-lutherischen und der sehr schönen, bei Modelleisenbahnbauern beliebten evangelischen Kirche am Park der Erinnerungen, stellt Aumenau schon etwas Besonderes dar. Der Lahnwanderweg und der Lahnhöhenweg laden den Wanderer ein, durch Wälder vorbei an Wiesen und Feldern, ohne große Anstrengung auf gut befestigten Wegen die frische Luft zu genießen. Zahlreiche Eisenerzgruben verhalfen Aumenau zu großer Bedeutung. Hier wurde das Erz gewogen, auf die Lahntalbahn verladen und zu den großen Eisenhütten ins Rheinland abtransportiert. Links der Lahn, im Hintertaunus, war Langhecke berühmt für seinen wetterfesten Dachschiefer. Die schiefergedeckten Bergarbeiterhäuser legen heute noch ein Zeugnis der bedeutenden und reichhaltigen Schiefervorkommen ab. Aber auch Silber- und Eisenerze lockten schon Johann Wolfgang von Goethe zu Studienzwecken in das tief eingeschnittene Tal. Und vorher schon war es der berühmt-berüchtigte Schinderhannes, der die dicht bewaldete und versteckte Lage Langheckes zu schätzen wusste, was beinahe bis heute das Schieferdorf in Verruf geraten lässt. Auf der Westerwaldseite ragt der Kirchturm des kleinen Bauerndorfes Seelbach weit über die Hausdächer hinaus. Seelbach entstand aus einem großen fränkischen Herrenhof. Als der Kaiser Heinrich III. 1053 seinen Hof Villmar an die Abtei St. Eucharias in Trier verschenkte, gehörte auch Seelbach als Zubehör dazu. Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad, der Bahn, dem Auto, Bus oder Kanu, der Marktflecken Villmar lässt sich auf vielfältige Weise bereisen. Um von Aumenau nach Villmar zu gelangen, ziehen wir heute Schusters Rappen vor. Auf dem gut 8 Kilometer langen Naturradrail entlang der Lahn mit seinen saftigen Auen und dichten Wäldern erleben wir eine artenreiche biologische Vielfalt. Kalkhaltige Felsvorsprünge, ehemalige Marmorbrüche und immer wieder romantische Aussichten durch das Lahntal
lassen unseren Weg nicht langweilig werden. Aus alten, stillgelegten Bergwerkstollen rieseln kleine Bäche mit glasklarem Wasser der Lahn entgegen. Sie hinterlassen eine feuchte, bizarre Miniaturwelt, in der sich kleine Elfen, Gnome und Feen zu verbergen scheinen. Auf dem Weg von Aumenau nach Villmar taucht das versteckt gelegene Naturfreundehaus auf. Es bietet mit seinen 17 Betten und einem Zeltplatz Übernachtungsmöglichkeiten für Jugendgruppen und Junggebliebene. In solch einer Abgeschiedenheit darf es denn auch mal gerne bei den Gästen etwas lauter werden. Der Natura Trail führt uns vorbei an riesigen unbearbeiteten Marmorblöcken geradewegs mitten hinein in einen großen Marmorbruch vergangener Tage, in den Unica-Bruch. Bis 1970 wurde der begehrte Lahnmarmor abgebaut. Heute zeugt das Lahnmarmormuseum direkt gegenüber dem Villmarer Bahnhof von der Zeit, in der hier viele Villmarer ihre Arbeit bei doch sehr geringem Lohn fanden. Der Unica-Bruch ist ein Naturdenkmal und erlaubt einen Einblick in eine Zeit, die 380 Millionen Jahre zurückliegt. In den riesigen, polierten Flächen des roten Villmarer Marmors erkennt man die Flora und Fauna, die in dem Devonmeer seinen Lebensraum fand. Dieses Villmarer Stromatoporenriff zählt zu den bedeutendsten weltweit. Mit riesigen Seilsägen über zahlreiche Umlenkrollen geführt, wurde der Marmor in große Blöcke zersägt und dann mit dem Derrick-Kran aus dem Bruch befördert. Dass die Arbeit im Marmorbruch schwerste körperliche Anstrengungen forderte, belegen zahlreiche Bilder, Werkzeuge, Maschinen und Geräte im Lahn-Marmor-Museum. Natürlich lassen sich auch hier die formschönen und edel gemusterten Endprodukte der Marmorbearbeitung bewundern. Der typisch rote Unica-Marmor war weltweit begehrt und fand seine Anwendung nicht nur im New Yorker Empire State Building. Zahlreiche Kirchen und Schlösser schmücken heute noch Altäre, Säulen und Wandverkleidungen aus Villmarer Marmor. Ein europaweit in seiner Art einzigartiges Kulturdenkmal ist die Marmorbrücke in Villmar. Sie verbindet den links der Lahn gelegenen Ort Villmar mit dem Bahnhof, dem Unica-Bruch und den Grundstücken über Lahn. Wie ein Spiegel, so ruhig liegt heute die Lahn in ihrem Bett und Johannes von Nepomuk achtet auf seinem Posten auf der Brückenmauer auf jeden, der die Lahn an dieser Stelle queren möchte. Von der barocken katholischen Pfarrkirche St. Peter und Paul aus blickt man über das Lahntal hinweg bis zur Nachbargemeinde Runkel. Auf halbem Weg, auf der Bodensteinerlei, steht König Konrad, der erste deutsche König und Graf des Lahngaus. Mit dem Weilburger Testament veranlasste König Konrad bei seinem Tod am 23. Dezember 918 seinen Bruder Eberhard zum Verzicht auf den Thron und zur Übergabe der Insignien an den Sachsenherzog Heinrich III. Er tat dies in großer Sorge um die Sicherheit seines Reiches. Der Königshof Villmar unterstand bis zu seinem Tod der Herrschaft König Konrads und wurde im Jahre 1053 vom römisch-deutschen Kaiser Heinrich III. Dem Kloster St. Eucharias in Trier geschenkt. Durch die Vermittlung des Trierer Erzbischofes Balduin von Luxemburg erhielt Villmar 300 Jahre später von Kaiser Karl IV. Die Stadtrechte verliehen. Die praktische Umsetzung und Ausnutzung dieser Stadtrechte allerdings blieb Villmar versagt. So blieb Villmar weiterhin lediglich ein mit Burg, Mauerring und Wehrtürmen versehener Marktfleck.
Auf dem Brunnenplatz im alten Ortskern von Tvilma, dem sogenannten Flecken, lässt sich mit einem Getränk und einer warmen Mahlzeit vom Griechen hervorragend eine Rast einlegen. Gleich am Rand des Brunnenplatzes arbeitet Steinmetz Johann Ringel an einer Marmorplatte und will so gar nicht das Ende seiner langwierigen Arbeit finden. Der Marmorbrunnen wurde 1827 durch Steinmetz Engelbert Leonhard I. als Laufbrunnen angelegt. Er ist ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt. Von hier aus spazieren wir weiter Richtung Galgenberg. Mit seinen 277 Metern Höhe wird er dem Hintertaunus zugerechnet. Auf seiner Rückseite zieht es uns weiter in den südlichsten Ort des Marktflecken, nach Weiher. Wie hier südlich von Weiher findet man im gesamten Marktflecken zahlreiche gut befestigte Wanderwege. Der Lehrpfad in Weiher mit sachkundigen Informationen zur Flora und Fauna im Hintertaunus, aber auch zu den Ausgrabungsorten der historischen Römer- und Keltenstätten, führt vorbei an Hügelgräbern und einer frühen römischen Ringanlage, der Alte Burg. Vermutlich beim Versuch, Germanien zu einer römischen Provinz zu erklären, wurde dieser rund 1,50 Meter hohe Wall als Militärlager für römische Legionäre angelegt. Jüngste archäologische Ausgrabungen zeigten, dass es hier schon vor Christi Geburt Keltensiedlungen größeren Ausmaßes gab. Die Funde zeigten, dass man sich schon in dieser Zeit mit dem Abbau und der Verhüttung von Eisenerz und Bleisilber beschäftigte. Tritt man aus dem Wald heraus, offenbart sich uns ein bezaubernder Blick über das weite Limburger Becken hinweg. Unweit des sagenumwobenen Elf-Ursteins, einem mächtigen Basaltbrocken, steht eine Schutzhütte am Vasenschlag mit einem herrlichen Weitblick. Hier bist dem Alltag, du entrückt. Der Blick zur Ferne dich entzückt, brauchst nicht in ferne Länder gehen. Dein Heimatland, wie ist es schön. Welch wahre Worte sind doch dort an der Hütte angeschlagen. Der romantische Kirchturm der Weiherer Wehrkirche ist schon von Weitem sichtbar. Der jüdische Friedhof legt nicht nur Zeugnis ab, sondern mahnt auch, die Gräueltaten des Zweiten Weltkrieges nicht mehr zu vergessen. Sucht man im Marktflecken nach Übernachtungsmöglichkeiten, so findet man einige Ferienwohnungen und das neu angelegte Karolinger Hüttendorf in Weiher. Liebt man es noch natürlicher und uriger, kann man in Weiher das Heuhotel aufsuchen. Für Kinder ist es das reinste Abenteuerland, in dem man sich durch vielerlei raffinierte Gänge mit Falltüren und Klappen seinen Weg suchen kann. Aber auch wir Erwachsene finden Freude an der mit allerlei altertümlichen Dingen ausgestatteten Scheune. Naja, und schlafen kann man hier auch. Ganz natürlich auf riesigen Heu- und Strohlagern. Wer es besonders gruselig mag, der bekommt eine exklusive Führung hinab in die Hölle. Und noch etwas Sehenswertes hat Weiher zu bieten. Die Heimatstube, in der die Weiherer zahlreiche Erinnerungen und Gegenstände längst vergangener Tage zusammengetragen haben.
Ja, der Marktflecken Villmer ist schon ein herrliches, beschauliches und ruhiges Fleckchen Erde zwischen Taunus und Westerwald. Sehr gut zu erreichen mit dem Auto, der Bahn, dem Fahrrad und dem Kanu oder einfach zu Fuß auf Schusters Rappen. Schon Johann Wolfgang von Goethe wusste über die romantische Mittellahn schwärmerisch in seinen Reiseberichten zu erzählen. Wer die Ruhe und Vielfältigkeit der Natur liebt, wird genauso über den romantischen Marktflecken schwärmen wie wir.